Bonjour. Bonjour. Hello. Hello. Ça va? Oui. Hello. 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 My name is Dennis. Stephanie. Can I film here? Can I film here? Yes, make a film? Oh, yeah. Thank you. Freunde, schaut euch das hier an. Menü La Place, 50-15. Hier lässt sich's aushalten. Was für ein Blick. Und was für ein schönes, altes, rustikales Atelier. Thank you.
The next week. Okay. He said to me, you need maybe for the Swedish because I take my bike Sunday. And he said, if you need this, I have one. Great technique. Wir schauen die Werkstatt an. Hier entstehen die Kunstwerke. Bonjour. Very nice. Er schafft auch schon. Hallo, Dennis. Er schafft auch schon lange Jahre. Many years ago, you work here for Manu. Yes. More than 10 years ago. The show here. Yeah. With a vitrine. Yeah. So before was here. Yes. And now and workshop was. Ah, jetzt habt gewechselt. Exactly. Vorher war der Workshop oben. Und hier war der Showroom und jetzt haben sie es umgekehrt gemacht. Ja, sehr schön. Wow. Guck mal hier die tollen Materialien. Da seht ihr, wo das Griffmaterial herkommt, ne? Wie das vorher aussieht. Das ist halt noch nicht so. Und vor allem, du musst aus einer Rundung eine gerade Platte raussägen für die Griffschale. Da brauchst du ein Auge dafür. Aus welchem Stück Horn kriegst du die richtige Griffschale raus? Oh, das ist eine Werkstatt. Richie macht Foto. Ja, bist du mal dran. Ja, genau. Bauch einziehen. Bauch einziehen. Wir brauchen keinen Photoshop, wir können lang die Luft anhalten. Und hier natürlich mit bestem Blick. Vor allem Tageslicht, das ist natürlich gut. Du siehst halt bei Tageslicht auf deine Klinge und weißt, was du da zusammenschleifst und polierst. Wow. Hier kannst du arbeiten, mein lieber Scholle. Wunderschön. Das ist wie wenn du bei den Autoschraubern in der Autotuning-Werkstatt bist. Ist das hier vor die Messe, Freunde. Ja, wenn ihr mal hier seid, macht einen Stop bei Menü Laplace. Das allein der Showroom ist ein Drink wert. Hast du da mal das Regal hier gesehen? Ja, ist voll mit Materialien. Hast du halt Perlmutt? Guck mal hier, so schaut das aus. Da kommen dann die großen Muscheln, wo der Perlmutt drin ist und da mussten sie es rausschneiden. Das ist doch extrem. Ja, das wissen die meisten gar nicht. Wie schwierig das ist, überhaupt dieses Perlmutt rauszuholen. Du brauchst das Auge, um zu wissen, aus welchem Griffschalenpaar kriege ich für welches Modell den richtigen Griff raus. Das sind halt die Knochen. Aber hier auch modernes, ne? Fettcarbon. Ja, synthetische Geschichten. Holzlaminat, stabilisiert, alles, was das Herz begehrt, Kompositmaterial, Fossilien, Holz, Horn, alles, Zwischenschritte. Cool, das ist eine Werkstatt, du, mit allen Maschinen, Tageslicht, geil. Und was für ein Blick daraus. Da seht ihr dann, wo die. Und hier sind so die kleinen Räume, die Messer hergestellt werden. Versteckt sind. Cool. Und das ist inside hier? Material? Werkstatt. Ja, das ist inside Partie, Nettoyage. Kleinteile. Reparation. Ja, Reparatur. Finition. Ah, Assembling, okay. Nice. Das sind die kleinen Teile drin, ja. Alte Bohrmaschinen, neue Bohrmaschinen. Das ist ja das Schöne beim Messerhandwerk. Die ganzen alten Maschinen finden da wieder Anwendung. Da braucht man nichts wegschmeißen, weil man sagt, man braucht jetzt eine neue CNC-Maschine. Für die Handwerker ist es wichtig, dass die Dinger zuverlässig funktionieren. Guck mal, hier ist nochmal da hinten drin. Da ist nochmal alles voll mit Material. Guck mal, da haben sie noch Ohren und was weiß ich mal, Knochen. Und ja. Da schneiden sie es da drin. Okay, da drin werden die geschnitten. Ah, guck mal. Hier. Guck mal hier, Stichsäge. Hier wird das Material praktisch bezwungen, sagen wir es mal so. Guck mal hier, da
Das ist ja, schau mal hier, das ist bleibt, das ne? Siehst du ja. Weißt du, wie schwer so ein Horn ist? Guck mal, Horn. Und haben sie den Teil rausgeschnitten. Hey, weißt du, wie schwer das ist? Das musst du mal nehmen, ja. Wie schwer das ist. Nee. Wollte ich die Kamera raus haben? Das hatte ich selber noch nie in der Hand. Boah, ist das schwer. Doch, in Straßburg hat man so einen Mammut. Oh, oh. Alles Material. Das ist halt auch eine Kunst. Guck mal, das sind die Abfälle. Wie viel? Das bleibt dann immer. Da wurde schon viel rausgeschnitten. Na ja, gut, kannst du immer noch. Hier haben wir Burl. Meinst du, das, was ist das für eine? What is for wood? For Burl? Special? Ich würde, das ist was wie Thuja, würde ich sagen. Thuja-Knolle, ja? Keine Ahnung. Wow. Have you a knife with this pearl? Have you a knife to look? How is finish? When you make finish? Guck mal hier, Richie. Guck mal da drüben. J'en ai jamais vu. Okay, der versteht leider nichts. Macht ja nichts. Wir sehen's. Alles gut. Merci beaucoup. Wow, cool. Das ist eine Werkstatt, hä? Ja. Also Richie. Dann gehen wir wieder hoch. Wieder hoch. Sehr gute Idee. Menü La Place. 15:15. Feierabend für heute. Kleine Party bei Menü La Place 15:15. Mit kleinen Häppchen. How do you say it in English? I don't know. Port au Prince. Spicy. Pepper. Ich meine, Freunde, gibt es eine coolere Location für einen Messerfan? Ich würde immer sagen, nein. Coolste Location für eine gemütliche Abendparty bei Menü im Wohnzimmer. Ist das cool. Wein, Whisky, Bier, französische Häppchen, Gäste, hallo. Wunderschöne Location. Tisch. Küchenmesse. Güdi und Richie machen das Buffet leer. Ja, genau, den ganzen Tag haben wir nichts gegessen. Den ganzen Tag auf dem Bein. 12 Stunden Action. 12 Stunden Shoppingtour. Freunde, shoppen kann ganz schön anstrengend sein. Was für ein schöner Sonnenaufgang auf der Terrasse von Menü La Place. Wenn ihr mal in Tier seid und ein richtig schönes Messer kaufen wollt, kommt ihr ja ins Studio. Gibt's immer was Leckeres zu trinken, Häppchen dazu. Ah, du wirst geräuchert. Und du kannst hier eine wunderbare Atmosphäre Tier genießen und Taschenmesser konsumieren. Hast du gesehen, die Werbung hat ein Blech reingeschlagen? Das ist doch, was ist das für eine Werbung? Das ist doch, das ist doch das ist nicht.
Dennis, this is a packet of the mast I make for Manu Laplace for many years ago, maybe 20 years ago. 20 years ago. This, the base of this packet was all, I think maybe 5 kilo, 4 or 5 kilo. But the end finish of the bar was 2 kilo the mast. And Manu's... My knife and 900 gram. Your daddy make the, with the, this, the father of Manu Laplace make this with the CNC machine, and this is the end of the... After I prepare. But when you see the point of the blade is forging in one line. This is a multi-bar. I thought it was a multi-bar of five bars. Five bars. I thought five bars that I make. This is nice. Full integral. Sometimes I prepare. And hollow grind. It's a very fine blade. It was a long time ago. It's the time that I forged. You were starting. I'm starting with forging. Eh? You know. Eh? Mm. First I starting with forging, and then I starting with make some knives, and later then I meet Manu, Christophe. Eh? Christophe tell Manu, man, you need to come to Guni van Poppel, want he forging Damascus. Maybe he want to make Damascus for you. And then I make for many years Damascus. I explain to him. I need. This. Yeah. What? This size, you say, you're sure? This size, yes, yeah. Because I want to make the integral. Yeah. I said, oh, yeah. Yeah. The end packet was more than 2 kilos. I thought that you use. Oh, yeah, sure. Nice. Sorry. Integral fighter. I finished my first integral. Oh my god! It's the same knife, only no. This is no Damascus. No, no, it's a. This is the jungle. No, yeah. This is the Africa. Yeah, Africa. No, the special set. No. The big five. Yeah. Big five. It's for him. It's my friend. I make it for him. Yeah, okay. But this is number one. Oh. Number one. Hey, look, this high polish, man. Yeah, it's many work. Many yes. Work. Don't touch the blade. Don't touch the blade. 200 hours just for polish. Yes, that's an inox. Yes. Is it inox, Manu? RWL 34. Ah. RW. RWL 34. Ah, RWL. Oh, then you can touch the blade. No, I thought, but no. Be careful with crutches. High point, eh? It looked nice, man. Nice, eh? Donc, vous voyez, many work. Buffles, here. Maybe. Andre a des buffles. Yeah, it's Grimshaw. Because he kills the buffalo. Yeah. He kills the yeah, the first lion for him is the first buffalo for him. Yeah. Mm. His ex-wife said it's a present for my husband. You remember the story? I know a little bit all. I know the story also. I mean, he has the bracelets. Very special, very unique. Number one. This. Manu, this. You can film this. Could you hear the camera? This one. Yeah, reverse. This is the reverso. Yeah, reverso. Ah, reverso. Like. I have one knife. I have two. Yeah. Reverso. This is a big one, yeah? Yes. With Tatum. Big Tatum. C'est bon, merci. Beautiful. C'est une grande date. Grande date. Avec une face de lune. Et il y a une deuxième aiguille, mais elle est cachée. Il y a deux heures différentes. Heute Abend gibt's Schönheiten überall, du. Ja, kick mal. Ja, schöne Messer und schöne Uhren, das gehört zusammen. Schöne Frau. Kick.
Il y a deux horaires. Yeah. À quelle heure il est là? I want to show you the zenith. Was hat er noch für eine Anzeige da? Oh, jetzt kommt nächste Kiste. Ja, das ist die Big Five. Ja, da haben wir mal drüber Holy gesprochen. Holy moly. Leopard? And this is a skin von Manu. Ja. Yeah. Leopard, Elefant, Büffel, Amazon, Lion. That's good. I have this one. I know this one. I love the lot. He was from Scoutmouth. Ich habe damals 26.000 gekostet. Und heute 40. Sofa. Ja, drei alte Herren. I'm the artist. Und dann kommt gleich ich und dann lange nichts. Und dann lange nichts. Dann lange nichts. Ich komme da drin. Wir genießen das jetzt hier. Ja, das ist eine Pause. Das ist die Location. Hier ist auch so hübsch hier. Lange anstrengend. Es gibt ein tolles Video auch im Internet. Ja. 15:15. Ja. Mit den ganzen Intarsien. Und dann weht der Wind da durch und dann wackelt das alles. Das ist gut gemacht. Dann machen wir auch schönes Inside-Menü La Blas 1515. Hallo! Top Secret. Alexi, this is nice, eh? This is nice. He asked me, where are you? In France, I said, parlez-vous anglais? Yes! I said, no! I said, but parlez-vous hollandais? Elle cherche. And I said, A, B, C, D. Wait, de Pays-Bas. A, B, C, D, E, F. No, W. W. No. B. No. Oui, elle m'a dit. I have five. Elle me dit, il n'a pas vu W, c'était. Elle m'a dit B. Non, c'est W. I have five. Ja, super. Mein Kollege. Ich habe mein Fotoapparat mit dabei. Oh, Dennis macht das schon. Dennis macht Bilder, ne? Das gibt Manu La Blas Inside Top Secret 2022. Ah, ist doch gut, Sonntag.
Dan is het. Dag is het, dag is het. Dank je wel, dank je. Kom hier. Nee, Christophe. We hebben nee, jongen. We moeten eerst eten. Ja, maar die Zal je weer nog maken? Deswegen mache ich Klamotten nicht mehr, du brauchst alle Größen. Ja, das ist das Problem. Wir kaufen sie doch sowieso nur L, XL, L. Ja, und dann hast du die kleine. Und der Rest bleibt da. Und gerade wenn du es nicht hast, sagen sie, aber ich brauche aber dreimal XL. Ja, ja. Ich brauche S oder XL. Ja, ja, ja. Aber ich sage, das ist zu viel Aufwand. Du musst ja jede Farbe haben, du musst jede Größe haben. Ja, ja, ja. Das ist zu viel. Und das Sekt und das. 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 Wir haben keine guten Margen, weil die sind so billig. Ja, du kriegst 40% nur. Weißt du? Okay. Das ist für Magal. Ja. Nein, nein, von der Mutter ist nicht genug. Du musst auch nicht machen. Ja, kommt dann wieder viel zurück. Weißt du, dann kam einer bei mir in den Show. Ja. Ich habe alle Hemden probiert. Richie, Richie, komm mal auf den Berg. Auf den Berg, komm auf den Berg, da war Feuerwerk. Ah ja, tatsächlich. Feuer. Guck mal, Feuerwerk. Extra, extra für uns. Kannst du es näher ranzoomen? Ja, ich bin schon vierfach, mehr geht nicht bei der Kleinen. Ja, das glaubt man überhaupt nicht. Das hat man nicht sehen, ne? Größte Berg hier im Zentralmassiv. Sehr cool. Wo ist er? Wo ist er? Da in der Mitte, der große. Ja, aber gut. Da oben ist ein bisschen. Ja, da geht besser, geht besser. Ja, das hat ein zehnfach Zoom, oder? Ja, aber weiter geht nicht. Ja, ich habe nur vierfach, das ist zu wenig. Steffen ist doch ein Sohn. Ja, das ist ja wie sauer das ist. Sehen Sie ihn hinaus, das ist danke wenig. Von Lexus. Ja, Richie. Oh, mit neuem Messer, zeig mal her. Oh, Gearcheck. Ah, oh, der feine Gentleman. Ne? Jetzt hat er endlich mal auch ein Messer, das zum Firmennamen passt. Genau. Das ist ganz was Feines. So. Taper Tang. Ganz absolut klassisch. Mathieu Herrero. Herrero, müsst ihr euch merken. Oh, das riecht gut. Und wir haben immer noch kein Geruchs-YouTube. Ah.
Ja, ist lecker. Das ist verdammt gut. Das ist wirklich extrem lecker. Jo, was hat Güdi? Güdi, Gearcheck? Gearcheck? Oh, von wem ist das? Von Güdi, von Papa gerade. Den kenne ich, niederländischer Messermacher, gell? Der ist gut, gell? Ja. Dass du eins von ihm hast, ist echt krass. Unglaublich, oh, guck, du kannst das auch noch benutzen oder sowas. Siehst du das? Ja, du brauchst ja so auch gar nicht. So ein Messer, das ist möglich mit so einem Messer, das ist unglaublich. Das geht nur mit dem Messer. Ja, das glaube ich auch. Ich verstehe das nicht. Ja. Ich konnte auch als Vorkauf, siehst du? Jetzt ist es schmutzig. Und jetzt? Jetzt muss ich Neues kaufen. Ich muss ja noch hin. Achso, hier. Gearcheck, Christoph. Von wem ist das? Goodie von Poppel. Ach, das ist wieder dieser berühmte niederländische Messermacher, gell? Poppel Customs. Ja, Poppel Customs. Unikes Stück. Handgemacht. Ja, kann das auch Fleisch pieksen oder ist das nur Deko? Sehen wir auch. Müssen wir einen Test machen? England. Geht auch mit dem Messer. Unglaublich. Das ist doch unglaublich. Und wie heißt der, die das gemacht hat? Das ist wieder dieser Holländer. Der verrückte Holländer. Der Gecker Holländer. Nein, das ist der fliegende Holländer. Das ist der fliegende Holländer. This crazy guy from the Netherlands. Ich habe ja voll für Riss. Ja, ja. Und das auch, Chris. Brigitte. Brigitte. Du kriegst jetzt, weißt du, für was diese großen Bretter hier gut sind? Fleischplatte. So, das ist auch der Grund, warum sie den Vegetarier hinter die Kamera stellen. Ne? Voilà! Dafür nimmt man die Härtebretter. Ne. Ja, aber das ist alles Oliv. Wir haben uns schon gefragt. Ja. Du hast nicht so richtige Bretter braucht, jetzt wissen wir. Würstchen. Wurst. Vegetarische Wurst. Ja, ist keine vegetarische Wurst. Das weißt du nicht. Nein, das riecht nicht. Das salopp. Die dritte vegetarische Wurst riecht nicht gut. Auf Vegetar? Vegetar? Natürlich kein französisches Essen ohne Käseplatte. Und da drüben gibt es noch gegrilltes, getoastetes Knoblauchbrot mit Käse. Und der kommt hier aus der Gegend. Fantastisch. Ja, ich bin so satt. Ja, aber da kannst du nicht aufhören. Das schmeckt einfach zu gut. L'amour connaît aucun frontière. À bientôt. Und das funktioniert mit deinem Handy? Ja, ne, das ist direkt schon hier Kamera. Ja? Das ist von Drohne. Drohne-Kamera. Okay. Auf Steadicam. Ende vom Jahr musste ich Drohnenpilot machen. Für die belgischen Abend. Ist das facil? Ja, wir sind hier.
Messer reinkommen. Mach mal auf, Richie. Warte, Max, ich stelle mal unsere Messer ab. Das Ganze müsst ihr euch dann vorstellen in rotem Leder. Und die Messer mit schönen Griffen in Carbon Lightning Strike. Das ist dann Tableware. Das ist halt einfach der tolle Griff von 1515 Foldermessern. Und das muss ich sagen, mich begeistert das. Dann habt ihr halt auch das Feinste vom Feinsten auf dem Küchentisch. Und dann vielleicht halt ein 2er, 3er, 4er oder 5er Set, je nachdem wie groß der Haushalt ist. Mal was ganz Tolles halt für das Wochenende oder für fast 6. Ne? Also was holst du raus, wenn dann Freunde kommen, ne? Also 2 Pärchen eingeladen oder 6 brauchst du schon. Schön. Ja, also aber eben, wir machen es wahrscheinlich mit Carbon. Carbon-Griff. Ja, wenn wir es machen. Rotes Leder, schöne Box. Das ist halt auch, aber das Holz ist halt auch toll, guck mal. Das stabilisierte Holz ist halt schon herrlich. Und das ist jetzt eben wieder spiegelpoliert. Die sind wahrscheinlich teurer dann. Wir werden sehen. Ja, also. Und ja. Weihnachten kommt, nächstes Weihnachten kommt bestimmt wieder. Ja, jetzt sind wir hier fertig beim Menü. War schöne Zeit hier. Ich hoffe, euch hat das Menü La Blas Inside Video gefallen. Und wir waren mit Sicherheit nicht zum letzten Mal hier. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja bald eine Tools for Chance Tableware Edition. 6 schöne Messer mit Carbon, weil hier sonst viel klassisch ist, aber er hat gesagt, kein Problem, können wir auch Carbon machen. Für die jüngeren Leute etwas moderner. In schöner roter Lederrolle, in schöner Holzbox. Oder das Geschenk für einen ganz besonderen Anlass, ne? Für eine Hochzeit, für ein Jubiläum. Das ist was, wo da nicht jeder hat. Und wenn ihr mal in Thiers seid, kommt hier im Studio von Manu La Blas vorbei. Allein einen Espresso hier zu trinken, die Messer anzuschauen, vielleicht ein Taschenmesserchen zu kaufen, das lohnt sich auf jeden Fall.